sagen häufig, der Herr hat ein verheißenes Land für uns. Ein Land des Segens. Ein Land, wo Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament formuliert wird. Heißt ein Land, wo Versorgung ist, wo es keinen Mangel gibt, wo alles abgedeckt ist. Ein Land des Friedens, des göttlichen Shaloms, des Heils, wo alles da ist. Auch ein gesundes Maß an Wohlstand, an Versorgung, im Materiellen wie auch im Geistlichen, alles da. Und es ist wert, dafür zu kämpfen, dieses Land einzunehmen, was der Herr für dich ganz persönlich hat. Nun, als Gott damals dem Volk Israel gesagt hat, es soll sich in genau dieses Land, wo Milch und Honig fließen, aufmachen, hat er ihnen nicht gesagt, dass das Land besetzt ist vom Feind. Er hat ihnen nicht gesagt, das Land ist komplett in feindlicher Hand, sondern er hat ihnen einfach nur gesagt, geht. Wahrscheinlich hätten sie sich nie auf den Weg gemacht, wenn sie gewusst hätten, oh, da gibt es Feinde, da gibt es befestigte Städte, das ganze Land muss erstmal erobert werden. Und das gilt auch für dich und mich. Die Verheißungen Gottes, die er uns gibt, sind in feindlicher Hand. Der Feind hält seine Hand drauf. Wir müssen darum kämpfen. Es fällt uns nicht einfach so zu. Der verheißene Segen, den Gott dir gibt, der muss erobert werden. Der muss ergriffen werden. Der muss errungen werden. Es ist da, aber der Feind will versuchen, dich von dem, was dir gehört, von dem, was dir rechtmäßig zusteht, von Gott aus abzuhalten. Und deshalb erleben so viele Christen so viele Niederlage und Probleme und Schwierigkeiten, Rückschläge in ihrem Leben. Und dann sagen sie, ich will nicht kämpfen und muss alles der Herr machen. Nein, das verheißene Land musst du erobern. Es ist etwas, was du einnehmen musst, wo du im Glauben vorwärts gehst, wo du gegen diese Riesen, gegen diese Festungen, diese Bollwerke angehst im Glauben, wo du sie attackierst und sagst, im Namen Jesus, ich werde dieses Ding, was sich mir hier gegenüberstellt, werde ich bezwingen. Das kann beispielsweise Schulden sein oder Mangel. Irgendwelche Hartz-IV-Geschichten, wo du einfach in finanzieller starker Bedrohung bist. Das ist, weil es Segen von Gott für dich freigesetzt, aber der Feind versucht dir das zu rauben und zu blockieren, damit du da nicht rankommst. Du musst dafür kämpfen, du musst dafür beten. Du darfst dich nicht einfach damit zufrieden geben, sagen, naja, das ist halt der Feind und ich kann nichts machen. Nein, im Glauben gehst du dagegen an und sagst, ich werde das, was der Herr für mich hat, ich werde es besitzen, ich werde es haben. Das gilt für Heilung, das gilt für Segen, das gilt für gute Beziehungen in deiner Familie, das gilt für deinen Arbeitsplatz, das gilt für den Einfluss, den du in deinem Umfeld hast, um das Licht scheinen zu lassen, was der Herr möchte, dass du scheinen lässt. Es geht darum, dass du alles einnimmst, was der Herr für dich hat. Lies die Bibel und sieh, welche Verheißungen dir gegeben sind, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und dann schau dein Leben an und sagst, das, was du noch nicht erobert hast, dafür ist es wert zu kämpfen und zu beten und ranzugehen und zu sagen, Herr, du hast es mir verheißen. Ich lasse mich nicht länger bestehlen. Ich lasse mich nicht länger berauben. Ich lasse mich nicht länger blockieren von den Machenschaften des Feindes. Ich stehe auf. Ich stelle mich gerade hin. Ich grabe meine Haken ein und sage, was der Herr mir zusagt, das mir gehört, gehört mir. Was der Herr mir zusagt, das ich haben soll, das habe ich. Was der Herr mir zusagt, dass ich bin, das bin ich. Und alles andere widerspricht dem, was Gott gesagt hat. Und dagegen gehe ich an. Fang an zu kämpfen und dein verheißenes Land einzunehmen. Denn Gott hat mehr für dich.